Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso Fügung? Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe den Mond über der Wüste von Tamaulipas klarer als je mag sein. Aber eine errechenbare Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe die gezackten Felsen, schwarz vor dem Schein des Mondes. Sie sehen aus, mag sein, wie die gezackten Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß, es sind Felsen, Gestein, wahrscheinlich vulkanisch. Es gibt keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid, auch keine Dämonen. Ich sehe, was ich sehe. Die üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand. Ich sehe auch keine Sintflut, sondern Sand vom Mond beschienen. Was ich sehe, sind Agaven, eine Pflanze, die ein einziges Mal blüht und dann abstirbt. Ferner weiß ich, dass ich nicht der erste oder letzte Mensch auf der Erde bin. Warum soll ich erleben, was gar nicht ist? Ich kann mich auch nicht entschließen, etwas wie die Ewigkeit zu hören. Ich höre gar nichts, ausgenommen das Rieseln von Sand nach jedem Schritt. Zu filmen gab es überhaupt nichts. Ich staunte, wie die Zeit vergeht, wie man älter wird. Ich holte meine Hermes-Baby und spannte einen Bogen ein. Ich schrieb an Ivy. Lange schon hatte ich das Bedürfnis, einmal sauberen Tisch zu machen. Endlich einmal hatte ich die Ruhe und Zeit, die Ruhe einer ganzen Wüste. Ivy war manke. Sie wählte ihre Kleider nach der Wagenfarbe, glaube ich. Die Wagenfarbe nach ihrem Lippenstift oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ich kannte ihren ewigen Vorwurf, dass ich überhaupt keinen Geschmack habe und dass ich sie nicht heirate. Ich sei ein Egoist, ein Rohling, ein Barbar in Bezug auf Geschmack, ein Unmensch in Bezug auf die Frau. Ich kannte ihre Vorwürfe und hatte sie satt. Dass ich grundsätzlich nicht heirate, das hatte ich oft genug gesagt. Ivy hatte sogar geweint, somit gehört, was ich sagte. Ich habe Hannah nicht geheiratet, die ich liebte. Wieso soll ich Ivy heiraten? Was Hannah betrifft, ich hätte Hannah gar nicht heiraten können. Ich war damals Assistent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und verdiente 300 Franken im Monat. Eine Heirat kam nicht in Frage, wirtschaftlich betrachtet, abgesehen von allem anderen. Hannah hat mir auch nie einen Vorwurf gemacht, dass es damals nicht zur Heirat kam. Ich war bereit dazu. Im Grunde war es Hannah selbst, die damals nicht heiraten wollte. Wir waren beide viel zu jung. Ganz abgesehen von meinen Eltern, die Hannah sehr sympathisch fanden, aber um meine Karriere besorgt waren, wenn ich eine Halbjüdin heiraten würde. Eine Sorge, die mich ärgerte und geradezu wütend machte. Ich war im Gegensatz zu meinem Vater kein Antisemit, glaube ich. Ich war nur zu jung wie die meisten Männer unter 30. Zu unfertig, um Vater zu sein. Ich war bereit, Hannah zu heiraten. Ich fühlte mich verpflichtet. Ich war kein Feigling, ganz abgesehen davon, dass wir uns wirklich liebten. Sie erwartete damals ein Kind.
Ihre Behauptung, ich sei zu Tode erschrocken, bestreite ich noch heute. Ich fragte bloß, bist du sicher? Immerhin eine sachliche und vernünftige Frage. Und wörtlich, wenn du dein Kind haben willst, dann müssen wir natürlich heiraten. Später ihr Vorwurf, dass ich von müssen gesprochen habe. Später behauptete Hannah, ich sei erleichtert gewesen, dass sie das Kind nicht haben wollte und geradezu entzückt. Drum hätte ich meinen Arm um ihre Schultern gelegt, als sie weinte. Ihr einziges Wort, Schluss. Ich hatte gesagt, dein Kind, statt zu sagen, unser Kind. Das war es, was mir Hannah nicht verzeihen konnte. Es war ein Samstagvormittag, als wir endlich ins Stadthaus gingen, um die Trauung zu vollziehen. Es wimmelte von Hochzeiten wie üblich an Samstagen. Als Hannah gelegentlich hinausging, dachte ich nichts Schlimmes. Man redete, man rauchte. Als endlich der Standesbeamte uns rief, war Hannah nicht da. Wir suchten sie und fanden sie draußen an der Limmat, nicht zu bewegen. Sie weigerte sich, in das Trauzimmer zu kommen. Sie könne nicht. Ich redete ihr zu, ringsum das 11-Uhr-Geläute. Ich bat Hannah, die Sache ganz sachlich zu nehmen, aber vergeblich. Sie schüttelte den Kopf und weinte. Ich heirate ja bloß, um zu beweisen, dass ich kein Antisemit sei, sagte sie, und es war einfach nichts zu machen. Später hörte ich nie wieder von ihr. Ankunft in New York. Man saß in unserem Studebaker und Ivy steuerte zu meiner Wohnung. Kein Wort von meinem Wüstenbrief. Ob sie meinen Brief bekommen habe. Ich hatte ihr geschrieben, dass es Schluss ist, schwarz auf weiß. Sie hat es einfach nicht geglaubt. Ich hatte nicht damit gerechnet, Ivy nochmals zu sehen, und schon gar nicht in dieser Wohnung, die sie unsere Wohnung nennt. Ivy hatte Blumen besorgt, obschon ich mir aus Blumen nichts mache. Dazu Hummer. Dazu Sotern. Mag sein, dass Ivy mich liebte. Sicher war ich bei Frauen nie. Das war 18 Uhr und ich wusste ja genau, wie dieser lange Abend verlaufen würde. Es kam genau, wie ich es nicht wollte. Eine Stunde später saß man nebeneinander. Ivy in ihrem Morgenrock, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Und man aß Hummer, trank Sotern. Ich hasste sie. Ich hasste mich selbst. Ivy kämmte sich zum dritten Mal. Ivy fand mich humorlos.
Ich stand am Fenster und hasste die ganze Zeit, die ich in Manhattan verbracht hatte. Als wir mit unseren halbvollen Gläsern anstießen, wünschte mir Ivy eine glückliche Reise, ein glückliches Leben überhaupt, ohne Kuss. Wir tranken im Stehen wie bei diplomatischen Empfängen. So standen wir und nahmen Abschied. Ich küsste sie. Sie verweigerte jeden Kuss. Sie stand wie eine Kleiderpuppe. Sie sah entzückend aus. Während ich sie hielt, ohne etwas anderes zu wollen als einen letzten Kuss und ihren Körper spürte, drehte sie ihr Gesicht zur Seite. Ich küsste sie zum Trotz, während Ivy rauchte und ihre Zigarette nicht preisgab. Ich küsste ihr Ohr, ihren straffen Hals, ihre Schläfe, ihr bitteres Haar. Ich hasse Abschiede. Ich saß in einer Bar unten am Hudson. Ich hatte das Gefühl, ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht bloß, weil ich noch nie eine Schiffsreise gemacht hatte. Jedenfalls freute ich mich auf meine Schiffsreise. Ich freute mich aufs Leben wie ein Jüngling, wie schon lange nicht mehr. Ich zündete mir eine Zigarette an und fragte mich, was man als Jüngling eigentlich vom Leben erwartet hat. Ich filmte die ganze Ausfahrt, solange man Manhattan sah. Es war kurz nach der Ausfahrt, als ich das Mädchen mit dem rötlichen Rostschwanz zum ersten Mal erblickte. Man musste sich im Speisesaal versammeln, um anzustehen wegen Tischkarten. Vor mir ein junges Mädchen in schwarzer Cowboyhose. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur ihren rötlichen Rostschwanz, der bei jeder Bewegung ihres Kopfes baumelte. Sie trug, ich erinnere mich genau, einen schwarzen Pullover mit Rollkragen, dazu Halskette aus gewöhnlichem Holz, Espadrille. Alles ziemlich billig. Sie rauchte. Ein dickes Buch unter dem Arm und in der hinteren Tasche ihrer Cowboyhose steckte ein grüner Kamm. Ihr Gesicht, wie gesagt, sah ich nicht. Ich versuchte, das Gesicht zu erraten. Unterdessen war die letzte amerikanische Küste, Long Island, auch verschwunden. Ringsum nichts als Wasser. Sabet spielte Ping-Pong. Sie spielte mit einem jungen Herrn. Ihre Augen wassergrau, wie oft bei Rothaarigen. Gelegentlich ging ich weiter. Als ich mit Mantel und Kamera zurückkehrte, um den Sonnenuntergang zu filmen, lagen die beiden Ping-Pong-Schläge auf dem grünen Tisch.
war nicht verliebt, im Gegenteil. Sie war mir fremder als je ein Mädchen, sobald wir ins Gespräch kamen. Es hätte ebenso gut sein können, dass wir einfach aneinander vorbeigegangen wären. Wieso Fügung? Es hätte auch ganz anders kommen können. Sie gefiel mir, aber ich flatterte in keiner Weise. Ich habe nicht gewusst, dass ein Mensch so jung sein kann. Ein wenig, glaube ich, mochte sie mich. Jedenfalls nickte sie, wenn sie mich auf Deck sah. Sie lag in ihrem Decksessel und nahm sofort ihr Buch, aber winkte. Hallo, Mr. Faber. Wieder die Verblüffung, wie jung sie ist. Man fragt sich dann, ob man selber je so jung gewesen ist. Ich sagte mir, dass mich wahrscheinlich jedes junge Mädchen irgendwie an Hannah erinnern würde. Ich dachte in diesen Tagen wieder öfter an Hannah. Sabbath ist jung, wie Hannah damals jung gewesen ist. Es interessierte mich wirklich nicht, ob ein Mädchen wie Sabbath schon einmal mit einem Mann zusammen gewesen ist oder nicht. Ich fragte mich bloß. Sabbath schätzte mich 40. Und als sie vernahm, dass ich demnächst 50 bin, verwunderte es sie auch nicht. Sie selbst war 20. Am meisten frappierte mich, wie sie im Gespräch, um ihren Widerspruch zu zeigen, ihren Rossschwanz in den Nacken wirft. Vor allem aber das kleine und kurze Rümpfen ihrer Stirne zwischen den Brauen, wenn sie einen Witz von mir, obschon sie lachen muss, eigentlich blöd findet. Sabbath, meistens im Badkleid. Sie war meistens in ihr dickes Buch vertieft, und wenn sie von Tolstoi redete, fragte ich mich wirklich, was ein Mädchen eigentlich von Männern weiß. Einmal filmte ich sie. Als Sabbath es endlich entdeckte, streckte sie die Zunge heraus. Ich filmte sie mit der gestreckten Zunge, bis sie, zornig, ohne Spaß, mich regelrecht anschnauzte. Sie fragte mich rundheraus, was wollen Sie überhaupt von mir? Sie beobachten mich die ganze Zeit, Mr. Faber. Ich mag das nicht. Ich war Ihnen nicht sympathisch. Das stand fest. Und ich machte mir keine falsche Hoffnung. Ich schrieb sie ab, ohne beleidigt zu sein. Ich habe es immer so gehalten. Ich mag mich selbst nicht, wenn ich anderen Menschen lästig bin. Und es ist nie meine Art gewesen, Frauen nachzulaufen, die mich nicht mögen. Ich fand sie schön, aber nicht aufreizend. Nur sehr schön. Ich habe damals nicht einen Augenblick daran gedacht, dass wir zusammen nach Rom fahren würden. Sabbath und ich, der ich in Rom nichts verloren hatte.
Unsere Reise ging zu Ende. Ich fand es schade, wenn ich mir vorstellte, wie man sich in 24 Stunden verabschieden wird. Ich wurde sentimental, was sonst nicht meine Art ist. Es machte mir Mühe, wenn ich daran dachte, dass man nie wieder voneinander hören wird. Es gab einen großen Ball. Es war der letzte Abend an Bord. Zufällig mein 50. Geburtstag. Davon sagte ich natürlich nichts. Ich war vollkommen nüchtern. Und als Sabbath mich aufsuchte, sagte ich sofort, sie werde sich nur erkälten. Sabbath in ihrem dünnen Abendkleidchen. Ob ich traurig sei, wollte sie wissen, weil ich nicht tanzte. Wieso sollte ich traurig sein? Ihre Vermutung, ich sei traurig, weil allein, verstimmte mich. Ich bin gewohnt, allein zu reisen. Ich lebe wie jeder wirkliche Mann in meiner Arbeit. Ich will es nicht anders und schätze mich glücklich, allein zu wohnen. Meines Erachtens der einzig mögliche Zustand für Männer. Ich genieße es, allein zu erwachen, kein Wort sprechen zu müssen. Wo ist die Frau, die das begreift? Schon die Frage, wie ich geschlafen habe, verdrießt mich. Zärtlichkeiten am Abend, ja. Aber Zärtlichkeiten am Morgen sind mir unerträglich. Und mehr als 3 oder 4 Tage zusammen mit einer Frau war für mich offen gestanden, stets der Anfang der Heuchelei. Gefühle am Morgen, dazu Gespräche über Liebe und Ehe, das erträgt kein Mann, glaube ich. Oder er heuchelt. Frühstück mit Frauen ja, ausnahmsweise in den Ferien. Frühstück auf einem Balkon, aber länger als 3 Wochen habe ich es nie ertragen. Schon der Anblick eines Doppelzimmers, wenn nicht in einem Hotel, das man bald wieder verlassen kann, sondern Doppelzimmer als Dauereinrichtung, das ist für mich so, dass ich an Fremdenlegion denke. Sabbath fand mich zynisch. Es ist aber so, wie ich sagte. Ich bin nicht zynisch. Ich bin nur, was Frauen nicht vertragen, durchaus sachlich. Ich kann nicht die ganze Zeit Gefühle haben. Alleinsein ist der einzig mögliche Zustand für mich. Denn ich bin nicht gewillt, eine Frau unglücklich zu machen. Und Frauen neigen ja dazu, unglücklich zu werden. Sobald sie sich langweilen, kommen die Vorwürfe, man habe keine Gefühle. Dann offen gestanden, langweile ich mich noch lieber allein. Gefühle, so habe ich festgestellt, sind Ermüdungserscheinungen. Nichts weiter. Jedenfalls bei mir. Ich gebe zu, Alleinsein ist nicht immer lustig. Alles ist nicht tragisch, nur mühsam. Man kann sich nicht selbst gut Nacht sagen. Ist das ein Grund zum Heiraten? Ich dachte an Ivy. Ich höre ihre Frage. You're happy? Und ich schließe die Augen, um an Ivy zu denken, die ich in meinen Armen habe. Ich stehe am offenen Fenster und rauche meine Zigarette, während Ivy draußen einen Tee macht. Dann höre ich, dass jemand ins Zimmer gekommen ist und wende mich. Es ist Ivy im Morgenrock, die unsere 2 Tassen bringt. Dann gehe ich zu ihr und sage, Ivy, und küsse sie,
da sie ein lieber Kerl ist, obschon sie nicht begreift, dass ich lieber allein sein möchte. Nachher ist alles wie vergessen. Alles wie nie gewesen. Was ich die ganze Zeit denke, fragte Sabet. Ich wusste es nicht. Was sie denn denke, fragte ich. Sie wusste es sofort. Sie sollten heiraten, Mr. Faber. Ich wusste genau, was ich denke. Es gibt keine Wörter dafür. Ich trank mein Bier und versuchte mich zu erinnern, ob es mit Hannah damals auch absurd gewesen ist, ob es immer absurd gewesen ist. Ich schwenkte mein Glas, um zu riechen, und wollte nicht daran denken, wie Mann und Weib sich paaren, trotzdem die plötzliche Vorstellung davon unwillkürlich, Verwunderung, Schreck wie im Halbschlaf. Ihr Hannah-Mädchengesicht. Sie bat um eine Zigarette, wollte nach wie vor wissen, was ich denn die ganze Zeit grübelte. Und irgendetwas musste ich ja sagen. Ich gab ihr das Feuer, das ihr junges Gesicht erhellte, und fragte, ob sie mich dann heiraten würde. Sabet errötete, ob ich das ernst meine. Warum nicht? Ich hatte gesagt, was ich nie habe sagen wollen, aber gesagt war gesagt. Ich genoss es, unser Schweigen. Mein Leben lag in ihrer Hand. Als Sabet mich fragte, ob ich es wirklich im Ernst meine, küsste ich sie auf die Stirn, dann auf ihre kalten und zitternden Augenlider. Sie schlotterte am ganzen Leib. Dann auf ihren Mund, wobei ich erschrak. Sie war mir fremder als je ein Mädchen. Ihr halboffener Mund, es war unmöglich. Ich küsste die Tränennässe aus ihren Augenhöhlen. Zu sagen gab es nichts. Es war unmöglich. Andern Tags Ankunft in Le Havre. Es regnete, als das fremde Mädchen mit dem rötlichen Rossschwanz über die Brücke ging. Gepäck in beiden Händen, weswegen sie nicht winken konnte. Es war Frühling, als wir in den Tuilerien saßen. Sie hielt es wirklich für Zufall, dass man sich in diesem Paris nochmals getroffen hat. »Trinken wir einen Kaffee«, sagte ich. »Oh«, sagte sie, »sehr gerne.« Sie setzte sich ins Café. Ich war glücklich und trank meinen Pernod, ohne zu eilen. Ich beobachtete sie durchs Glas der Veranda, wie sie wartete, wie sie rauchte.
und einmal auf die Uhr blickte. Sie war wirklich ein Kind, wenn auch Kettenraucherin. Ich war glücklich wie noch nie in diesem Paris und wartete auf den Kellner, um zu zahlen, um gehen zu können, hinüber zu dem Mädchen, das auf mich wartet. Als wir über die Place de la Concorde gingen, gab sie mir ihren Arm. Um mir nichts einzubilden, sagte ich mir, dass unser Wiedersehen sie freut, weil sie fast kein Geld mehr hat. Ihre Idee, mit Autostopp nach Rom zu reisen, war ihr nicht auszureden. Ich wagte nicht zu fragen, was machen Sie denn heute Abend? Ich wusste immer weniger, was für ein Mädchen sie eigentlich war. In Avignon, wo wir zum ersten Mal übernachteten, wohnten wir selbstverständlich im gleichen Hotel, aber nicht einmal auf der gleichen Etage. Ich dachte nicht einen Augenblick daran, dass es dazu kommen würde. Das Mädchen fand damals, daran erinnere ich mich, zum ersten Mal, dass ich uns beide ernst nehme, und küsste mich wie nie vorher. Und zum ersten Mal hatte ich den verwirrenden Eindruck, dass das Mädchen, das ich bisher für ein Kind hielt, in mich verliebt war. Jedenfalls war es das Mädchen, das in jener Nacht, nachdem wir bis zum Schlottern draußen gestanden hatten, in mein Zimmer kam. Unsere Reise durch Italien. Ich kann nur sagen, dass ich glücklich gewesen bin, weil auch das Mädchen, glaube ich, glücklich gewesen ist, trotz Altersunterschied. Was mir Mühe machte, war lediglich ihr Kunstbedürfnis, ihre Manie, alles anzuschauen. Ich kann mit Museen nichts anfangen. Ich beobachtete sie. Ich folgte ihr in etliche Museen bloß, um in ihrer Nähe zu sein, um Sappet wenigstens zu sehen in der Spiegelung einer Vitrine, wo es von etruskischen Scherben wimmelte, ihr junges Gesicht, ihren Ernst, ihre Freude. Noch immer fand sie mich zynisch, glaube ich, sogar schnoddrig, nicht ihr gegenüber, aber gegenüber dem Leben ganz allgemein und ironisch, was sie nicht vertrug. Und oft wusste ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Hörte sie mich überhaupt? Ich hatte geradezu das Gefühl, dass ich die Jugend nicht mehr verstehe. Ihre stete Sorge, ich nehme sie nicht ernst, war verkehrt. Ich nahm mich selbst nicht ernst. Und irgendetwas machte mich immer eifersüchtig, obschon ich mir Mühe gab, jung zu sein. Insofern war sie nicht immer leicht, unsere Reise, oft komisch. Ich langweilte sie mit Lebenserfahrung und sie machte mich alt, indem sie von Morgen bis Abend überall auf meine Begeisterung wartete. Sie freute sich auf Tivoli, auf Mama, auf das Frühstück, auf die Zukunft, wenn sie einmal Kinder haben wird, auf ihren Geburtstag, auf eine Schallplatte, auf Bestimmtes und Unbestimmtes, auf alles, was noch nicht ist. Das machte mich eifersüchtig, mag sein, aber dass ich mich meinerseits nicht freuen kann, stimmt nicht. Ich freute mich über jeden Augenblick, der sich einigermaßen dazu eignete. Ich mache keine Purzelbäume, ich singe nicht, aber ich freue mich schon auch. Was mich am meisten freute, war ihre Freude.
Ich staunte manchmal, wie wenig sie brauchte, um zu singen. Eigentlich überhaupt nichts. Ihre Ähnlichkeit mit Anna ist mir immer seltener in den Sinn gekommen, je vertrauter wir uns geworden sind. Das Mädchen und ich. Ich dachte an Heirat wie noch nie. Ich hoffte von Tag zu Tag, dass ich einmal mit ihr sprechen kann. Ich war entschlossen, offen zu sein, nur hatte ich Angst, dass sie mir dann nicht glauben bzw. mich auslachen würde. Ihrerseits kein Gedanke an Heirat. Wir waren die Via Appia hinausgepilgert, 3 Kilometer zu Fuß. Wir lagen im Schatten einer Pinie und rauchten eine Zigarette. Ich genoss es, nichts besichtigen zu müssen. Es genügte mir, im Gras zu liegen, Hauptsache ihr Kopf an meiner Schulter. Wie Sabbat über mir steht. Beziehungsweise neben mir. Sie hatte beide Hände in den Hosentaschen, als sie so stand, während ich auf der Erde lag. Schlank und senkrecht, dabei sprachlos wie eine Statue. Die Via Appia, die 312 vor Christus vom Zensor Appius Claudius Caecus angelegte Königin der Straßen. Heute noch höre ich ihre Bedeckerstimme. Einmal meine Frage. Wie heißt eigentlich deine Mama mit Vornamen? Was hast du gefragt? Wie deine Mama eigentlich heißt? Piper, sagte sie. Wie sonst? Ich meinte natürlich den Vornamen. Hanna. Dann meine Frage. Hat Mama einmal in Zürich studiert? Es ging mir, versteht sich, um genaue Daten. Was? Wann? Damals war ich noch nicht dabei, sagte sie. Meine letzte Frage. Und ihr Mädchenname Landsberg? Ich hatte ihren Unterarm losgelassen, wie erschöpft. Ich brauchte meine ganze Kraft nur, um da zu sitzen. Vermutlich mit Lächeln. Ich hatte gehofft, dass sie nun davonläuft. Stattdessen setzte sie sich, um ihrerseits Fragen zu stellen. Hast du Mama denn gekannt? Mein Nicken. Aber nein, sagte sie, wirklich? Ich konnte einfach nicht sprechen. Ihr habt euch gekannt, sagte sie, als Mama noch studiert hat. Sie fand es toll.
nur toll. Du, sagte sie beim Weggehen, das werde ich ihr aber schreiben. Mama wird sich freuen. Heute, wo ich alles weiß, ist es für mich unglaublich, dass ich nicht schon damals nach dem Gespräch an der Via Appia alles wusste. Sabet, die Tochter von Hanna. Was mir dazu anfiel, eine Heirat kam wohl nicht in Frage. Ich hielt ihren Kopf, sodass sie sich nicht rühren konnte, mit beiden Händen. Sie schloss die Augen. Ich küsste nicht. Ich hielt bloß ihren Kopf, wie eine Vase, leicht und zerbrechlich, dann immer schwerer. Meine Hände hielten ihren Kopf, bis sie langsam die Augen aufmachte, um zu sehen, was ich eigentlich will. Ich wusste es selber nicht. Dann meine Frage. »Lass mich«, sagte sie. Ich wartete auf Antwort. »Nein«, sagte sie, »du bist nicht der erste Mann in meinem Leben, das hast du doch gewusst.« »Nichts hatte ich gewusst.« »Nein«, sagte sie, »mach dir keine Sorge.« Wie sie sich das gepresste Haar aus den Schläfen strich. Sie nahm den Kamm aus ihrer schwarzen Cowboyhose, um sich zu kämmen. Sie hatte eine Spange zwischen den Zähnen. Dann zu Fuß auf der Via Appia zurück. Wir saßen bis Mitternacht in dieser volkstümlichen Pizzeria zwischen Pantheon und Piazza Colonna. Amun, signor.
Auf dem Weg zu unserem Hotel Via Veneto waren wir vergnügt, nicht betrunken, aber geradezu geistreich. Ich weiß nicht, wie lange ich in meinem Zimmer stand, ohne die Vorhänge zu ziehen. So ein Grand Hotelzimmer, viel zu groß, viel zu hoch. »Sabet«, fragte ich, »was ist los?« Sie stand vor meiner Türe, ohne zu klopfen. Sie stand barfuß und trug ihr gelbes Pyjama. Sie wollte nicht eintreten, sondern nur nochmals Gute Nacht sagen. Ich sah ihre verheulten Augen. »Warum soll ich dich nicht mehr lieb haben?«, fragte ich. Plötzlich ihr Schluchzen. Später schlief sie. Ich hatte sie zugedeckt, denn die Nacht durchs offene Fenster war kühl. Ich lag neben ihr. Ich konnte mich nicht rühren, da ihr Kopf an meiner Schulter lag. Ich hörte Stundenschlag um Stundenschlag, während Sabet schlief. Ein schwarzes Bündel mit heißem Haar und Atem. Was ist denn meine Schuld? Ich habe sie auf dem Schiff getroffen. Ein Mädchen mit baumelndem Rossschwanz vor mir. Sie war mir aufgefallen. Ich habe sie angesprochen, wie sich Leute auf einem solchen Schiff eben ansprechen. Ich habe dem Mädchen nichts vorgemacht, im Gegenteil. Ich habe offener mit ihr gesprochen, als es sonst meine Art ist. Ich habe einen Heiratsantrag gemacht, ohne verliebt zu sein. Und wir haben sofort gewusst, dass es Unsinn ist. Und wir haben Abschied genommen. Warum habe ich sie in Paris gesucht? Was den Unfall betrifft. Es ist ein flacher Strand. Im Augenblick, als ich ihren Schrei hörte, bin ich mindestens 50 Meter entfernt. Ich sehe, dass Sabet aufgesprungen ist. Ich rufe, was ist los? Sie rennt, ohne zu antworten. Ob sie mich gehört hat, weiß ich nicht. Ich rufe, sie soll stehen bleiben. Meinerseits wie gelähmt. Ich stapfe ihr nach, bis sie stehen bleibt. Sabet oben auf der Böschung. Sie wartet und gibt keinerlei Antwort. Sie hält ihre rechte Hand auf die linke Brust. Es ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich nackt bin und mich nähere. Dann der Unsinn, dass sie vor mir, wo ich ihr nur helfen will, langsam zurückweicht, bis sie rücklings über die Böschung fällt. Das war das Unglück. Ich hatte die Schlange nicht gesehen, nur gehört, wie Sabet schrie. Als ich kam, lag sie bewusstlos. Ich hatte gesehen, wie Sabet gestürzt war und lief zu ihr. Sie lag im Sand, bewusstlos infolge des Sturzes, vermutete ich.
Dann erst sah ich die Bisswunde oberhalb der Brust. Klein, drei Stiche nahe zusammen. Ich begriff sofort. Ich schrie um Hilfe, aber ich war schon außer Atem, bevor ich die Straße erreicht hatte, die Verunglückte auf den Armen. Dazu die Verzweiflung, als ich den Ford vorbeifahren sah. Ich schrie so laut ich konnte, aber der Ford fuhr vorbei. Ich legte sie an die Straßenböschung, weil Laufen sowieso sinnlos. Ich konnte sie ja nicht nach Athen tragen. Als ich wieder ihre kleine Wunde oberhalb der Brust auszog, sah ich, dass Sabet langsam zum Bewusstsein kommt. Ihre Augen weit offen, aber ohne Blick. Sie klagt nur über Durst, ihre Stimme vollkommen heiser, ihr Puls sehr langsam, dann Erbrechen. Dazu Schweiß. Es war die richtige Straße, aber kein Fahrzeug weit und breit. Ich konnte rufen und schreien, so viel ich wollte. Es war Mittag, Totenstille. Ich weinte. Zum Glück sah ich den Lastwagen noch zeitig genug, sodass ich auf die Straße laufen konnte. Er stoppte. Ich saß nun neben dem Fahrer, die Verunglückte auf meinen Armen. In Eleusis, wo er tanken musste, ging eine Viertelstunde verloren. In der Steigung nach Daphne kamen wir kaum voran. Ich werde diese Strecke nie vergessen. Sabet schlief, und ich wusste nicht, ob sie ihre Augen je wieder aufmachen würde. Dann das Wiedersehen mit Hanna in Athen. Sie sprach mit einer Diakonissin. Ich wusste, wo ich bin und wollte fragen, ob die Operation gemacht ist. Mein Schrecken, das Kind sei tot. Plötzlich liege ich mit offenen Augen. Das weiße Zimmer, die Dame, die vor dem Fenster steht und meint, ich schlafe und sehe sie nicht. Eine Fremde. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen, nur ihr Nacken, ihr Hinterkopf. Sie wartet. Blickt zum Fenster hinaus. Ab und zu nimmt sie ihr Taschentuch, um sich zu schneuzen, und steckt es sofort wieder zurück, beziehungsweise knüllt es in ihrer nervösen Hand zusammen. Es könnte sich um eine Ärztin handeln, eine Anwältin oder so etwas. Sie sagte kein Wort, sondern blickte mich nur an. Sie rauchte. »Wie geht es?«, fragte ich. »Hoffen wir das Beste«, sagt sie. »Es ist gemacht. Hoffen wir das Beste.«
Sie lebt? Ja, sagt sie. Es kam mir nicht in den Sinn, dass man sich 20 Jahre nicht mehr gesprochen hatte. Wir redeten über die Operation, die vor einer Stunde gemacht worden war. Ihr seid heute in Korinth gewesen, fragt sie. Seit wann seid ihr in Griechenland? Sie fragte, ohne mich anzublicken. Was hast du gehabt mit dem Kind? Der Arzt, der das Mädchen behandelt hatte, beruhigte uns. Er verstand Englisch und antwortete Griechisch. Hanna übersetzte mir das Wichtige, seine Erklärung, warum keine Kreuzotter, sondern eine Wipper. Ich wollte das Hospital nicht verlassen, ohne das Mädchen gesehen zu haben, wenn auch nur für eine Minute. Vielleicht ein Glück, dass das Kind uns nicht mehr erkannt hat. Sie schlief mit offenem Mund und war sehr blass. Ihr Ohr wie aus Marmor. Sie atmete in Zeitlupentempo, jedoch regelmäßig, sozusagen zufrieden. Und einmal, während ich vor ihrem Bett stand, dreht sie den Kopf nach meiner Seite. Komm, sagt Hanna, lass sie. Dann ihre Wohnung. Die Fremde, aber Mutter von Sabet. Ab und zu wundert es mich, dass man sich so ohne weiteres duzt. Wiedersehen nach 20 Jahren, damit hatte ich nicht gerechnet. Hanna auch nicht. Hauptsache, dass das Kind gerettet ist. Ich sagte es mir ununterbrochen, während ich irgendetwas redete oder schwieg. Ich sage ihr, du hast dich nicht verändert. Meinst du, fragt sie, hast du dich verändert? Ich habe immer gemeint, du bist wütend auf mich, sage ich, wegen damals. Hanna nur verwundert. Wieso wütend? Weil wir nicht geheiratet haben, sagt sie. Das wäre ein Unglück gewesen. Ich konnte mir Hanna schon nicht mehr vorstellen. Hanna damals, Hanna heute. Eigentlich keine von beiden. Hanna am Telefon. Sie hatte das Hospital angerufen. Sie redete mit Sabet. Ich hörte alles, ohne zu wollen. Kein Wort über mich. Sie redete, als gäbe es nur Hanna, die Mutter, die um Sabet gebangt hatte und sich freute, dass das Mädchen sich langsam wohler fühlte, sogar reden konnte. Dann hängte sie den Hörer auf. »Wie geht es?«, frage ich. Hanna sehr erleichtert. »Hast du gesagt?«, frage ich, »dass ich hier bin.« Nein, sagt sie. Hanna tat sehr merkwürdig, und ich glaubte es einfach nicht, dass das Mädchen nicht nach mir gefragt hätte. Mindestens hatte ich ein Recht darauf, scheint mir alles zu wissen, was gesprochen worden war. Was mich wütend machte, ihr Lächeln, als hätte ich kein Recht darauf, alles zu wissen. Ihr ewiges Argument, sie ist mein Kind, nicht dein Kind. Du, sagt sie, du, was hast du zu sprechen mit meiner Tochter? Was willst du überhaupt von ihr? Was hast du mit ihr? Wo hast du Sabet kennengelernt, fragt sie, auf dem Schiff? Sabet hatte geschrieben von einem älteren Herrn, der ihr auf dem Schiff kurz vor Le Havre einen Heiratsantrag gemacht habe. Stimmt das?
Ich ließ Anna sprechen. »Das ist nun einmal so«, sagte sie. »Wir können das Leben nicht in unseren Armen behalten. Walter, auch du nicht.« »Ich weiß«, sage ich. »Warum versuchst du es denn?« »Das Leben geht mit den Kindern«, sagt sie. Walter, fragt sie, »wie alt bist du jetzt?« Dann eben ihr Ausspruch, sie habe nicht 100 Töchter, sondern eine einzige, was ich wusste. Und ihre Tochter hätte nur ein einziges Leben, was ich ebenfalls wusste. Und auch sie, Hanna, hätte nur ein einziges Leben, ein Leben, das verpfuscht sei. Und auch ich, ob ich es wisse, hätte nur ein einziges Leben. »Wieso verpfuscht?«, frage ich. Hanna rauchte, statt zu essen. »Du bist ein Mann«, sagt sie. »Ich bin eine Frau. Das ist ein Unterschied, Walter. Ich werde keine Kinder mehr haben.« Das sagte sie im Lauf des Abends zweimal. »Was ich arbeite«, sagt sie. »Du siehst es ja. Scherbenarbeit. Das soll eine Vase gewesen sein. Kreta, ich kleistere die Vergangenheit zusammen. Ich finde das Leben von Hanna gar nicht verpfuscht. Im Gegenteil. Sie findet es natürlich, dass die Männer, sagt sie, borniert sind und bereut nur ihre eigene Dummheit, dass sie jeden von uns für eine Ausnahme hielt. Sie findet es dumm von einer Frau, dass sie vom Mann verstanden werden will. Der Mann, sagt Hanna, will die Frau als Geheimnis. Der Mann hört nur sich selbst, laut Hanna. Drum kann das Leben einer Frau, die vom Mann verstanden werden will, nicht anders als verpfuscht sein, laut Hanna. Der Mann sieht sich als Herr der Welt, die Frau nur als seinen Spiegel. Der Herr ist nicht gezwungen, die Sprache der Unterdrückten zu lernen. Die Frau ist gezwungen, doch nützt es ihr nichts, die Sprache ihres Herrn zu lernen. Im Gegenteil, sie lernt nur eine Sprache, die ihr immer Unrecht gibt. »Wo«, fragt sie, »seid ihr in Rom gewesen?« Ich rapportierte. »Ihr Blick, ich werde diesen Blick nie vergessen.« Ihrerseits kein Wort. Ich wagte nicht, in ihre Augen zu blicken. So oft ich auch nur eine Sekunde lang daran dachte, dass ich Sabet umarmt habe, beziehungsweise dass Hanna, die vor mir sitzt, ihre Mutter ist, die Mutter meiner Geliebten, die selbst meine Geliebte ist. »Erzähl mir«, sagt sie, »was gewesen ist.« Ich staunte über ihre Ruhe. In einem gewissen Sinne ging es weiter, als wären keine 20 Jahre vergangen, genauer, als hätte man diese ganze Zeit trotz Trennung durchaus gemeinsam verbracht. »Wieso reist du mit Sabet?«, fragt sie. »Du liebst sie«, fragt sie. Ich trank meinen Kaffee. »Seit wann hast du gewusst«, fragt sie, »dass ich ihre Mutter bin?« Ich staunte, wie gefasst sie blieb. Dann unser endloses Schweigen. Ich kam mir wie ein Scheusal vor. Dass Hanna nicht einmal weinte, machte alles nur schwerer. Irgendwann an diesem Abend hatte sie gesagt, ich solle schweigen. Es wird alles so klein, wenn du darüber redest. Man stand zum Hinsinken müde, als Hanna nochmals fragte, »Walter, was hast du mit Sabet gehabt?« Dabei wusste sie es bestimmt. »Komm«, sagt sie, »sag es.« Ich weiß nicht, was ich antwortete. »Ja oder nein?«, fragt sie. »Bist du mir böse?«, frage ich.
Ich gebe zu, dass ich viertelstundenlang einfach vergaß, was los ist. Beziehungsweise kam es mir wie ein bloßer Traum vor, wenn man träumt, man sei zum Tod verurteilt und weiß, es kann nicht stimmen, ich brauche bloß zu erwachen. Vor 24 Stunden saßen wir noch auf Akrokorinth, Sabet und ich, um den Sonnenaufgang zu erwarten. Ich werde es nie vergessen. Wir sind von Patras gekommen und in Korinth ausgestiegen, um die 7 Säulen eines Tempels zu besichtigen. Sabet fand es eine Glanzidee von mir, einfach weiter zu wandern in die Nacht hinaus und unter einem Feigenbaum zu schlafen. Dann das Gebell von Hirtenhunden, das Wiehern eines Esels in der Nacht. Einmal erschreckt uns Gebimmel einer Ziege, dann wieder Stille über schwarzen Hängen, die nach Pfefferminz duften. Stille mit Herzklopfen und Durst, nichts als Wind in trockenen Gräsern. Gegen 5 Uhr das erste Dämmerlicht. Wie Porzellan. Von Minute zu Minute wird es heller. Das Meer und der Himmel, nicht die Erde. Man sieht, wo Athen liegen muss. Die erste Wärme und Sabet, die mich umarmt, als habe ich ihr alles geschenkt. Das Meer und die Sonne und alles. Sie sei glücklich, sagt sie. Und ich werde nie vergessen, das Meer, das zusehends dunkler wird, das Meer von Korinth, die rote Farbe der Äcker, die Oliven, grünspannig, ihre langen Morgenschatten auf der roten Erde. Ich werde nie vergessen, wie Sabet auf diesem Felsen sitzt, ihre Augen geschlossen, wie sie schweigt und sich von der Sonne bescheinen lässt. Und ich werde nie vergessen, wie Sabet singt.
Nur 24 Stunden später. Dieselbe Brandung, schwach. Nur so ein Auslaufen kleiner Wellen, die sich kaum überschlagen. Dieselbe Sonne, derselbe Wind in Ginster. Nur, dass es nicht Sabbat ist, die neben mir steht, sondern Hannah, ihre Mutter. Hier habt ihr gebadet. Ja, sage ich. Schön hier, sagte sie. Es war furchtbar. Hannah, wie sie an diesem Unglücksort stand, während ich berichtete, so genau ich es konnte, und die Böschung zeigte und alles. Hannah wie ein Freund. Dabei war ich ja gefasst darauf, dass sie, die Mutter, mich in Grund und Boden verflucht, obschon ich andererseits sachlich betrachtet wirklich nichts dafür kann. Wären wir nicht überzeugt gewesen, dass das Kind gerettet ist, hätten wir natürlich nicht so geredet, damals am Strand. Du weißt, sagt sie, dass sie dein Kind ist. Ich wusste es. Warum hast du es mir verheimlicht? Darauf keine Antwort. Wir standen noch lange. Irgendeine Zukunft, fand ich, gibt es immer. Die Welt ist noch niemals einfach stehen geblieben. Das Leben geht weiter. Ja, sagt sie. Aber vielleicht ohne uns? In Athen kauften wir noch Blumen, kurz vor 15 Uhr. Noch im Wartezimmer, wo man uns warten lässt, sind wir vollkommen ahnungslos. Dann kam Dr. Eleutheropoulos. Alles griechisch, aber ich verstehe alles. Ihr Tod, kurz nach 14 Uhr. Dann vor ihrem Bett, Hanna und ich. Man kann es einfach nicht glauben. Unser Kind mit geschlossenen Augen, genau wie wenn sie schläft, aber weißlich wie Gips. Ihr langer Körper unter dem Leintuch, ihre Hände neben den Hüften, unsere Blumen auf ihrer Brust. Ich meine es nicht als Trost, sondern wirklich. Sie schläft.
Ich kann es ja heute noch nicht glauben. Sie schläft, sage ich. Gar nicht zu Hannah, die plötzlich mich anschreit. Hannah mit ihren kleinen Fäusten vor mir. Ich erkenne sie nicht mehr. Ich wehre mich nicht. Ich merke es nicht, wie ihre Fäuste mich auf die Stirne schlagen. Sie schreit und schlägt mich ins Gesicht, bis sie nicht mehr kann. Die ganze Zeit hatte ich nur meine Hand vor den Augen. Wie heute feststeht, ist der Tod unserer Tochter nicht durch Schlangengift verursacht gewesen. Ihr Tod war die Folge einer nicht diagnostizierten Fraktur der Schädelbasis, hervorgerufen durch ihren Sturz über die kleine Böschung, was durch chirurgischen Eingriff ohne weiteres hätte behoben werden können. Pont d'Avignon, die alte Brücke, die in der Mitte einfach aufhört. Sapet in Avignon. Sabet zeigt mir etwas, ihre Miene, als sie bemerkt, dass ich filme, statt zu schauen, ihr Rümpfen der Stirne zwischen den Brauen. Sie sagt etwas. Ihr Gesicht, das nie wieder da sein wird. Sabet im Mistral. Sie geht gegen den Wind. Die Terrasse. Pinien im Mistral. Ihr Gang. Jardin des Papes. Alles flattert. Ihr Rock wie ein Ballon. Sabet am Geländer, sie winkt, ihre Bewegungen. Sabet, wie sie Tauben füttert, aber stumm. Ihr Körper, den es nicht mehr gibt. Ihre Augen, die es nicht mehr gibt. Sabet beim Blumenpflücken. Ihr Körper, den es nicht mehr gibt.
wie Sabeth sich mit einem französischen Maulesel unterhält, der ihrer Meinung nach zu schwer beladen ist. Ihre Hände, die es nirgends mehr gibt. Sie streichelt den Maulesel. Ihre Arme, die es nirgends mehr gibt. Ihr Lachen, das ich nie mehr hören werde. Sabeth schlafend, ihr Mund halb offen, Kindermund. Ihr offenes Haar, ihr Ernst. Die geschlossenen Augen, ihr Gesicht, ihr atmender Körper. Sabeth nochmals beim Kämmen, ihr Haar ist nass. Sie sieht nicht, dass ich filme und erzählt etwas, während sie sich auskämmt. Ihr Haar ist dunkler als üblich, weil nass. Sabeth auf der Mole draußen, unsere tote Tochter, und singt. Ihre Hände wieder in den Hosentaschen. Sie glaubt sich Mutterseelen allein. Und singt, aber unhörbar. Brandung im Mittag, nichts weiter. Hannah hat immer schon gewusst, dass ihr Kind sie einmal verlassen wird. Aber auch Hannah hat nicht ahnen können, dass Sabeth auf dieser Reise gerade ihrem Vater begegnet, der alles zerstört. Auf der Welt sein, im Licht sein, standhalten dem Licht, der Freude, wie unser Kind, als es sang. Wissen, dass ich erlösche im Licht über Ginster, Asphalt und Meer. Standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein, gewesen sein. Standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein, gewesen sein.